Nein, gestern war sicherlich nicht der aufregendste Tag in der Geschichte der Finanzmärkte, aber unter der Oberfläche zeigt sich etwas Spannendes, nämlich ein Kampf zwischen Profi-Investoren, meist Hedgefonds, die vor den Nvidia-Zahlen massiv gekauft hatten, jetzt massiv verkaufen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sehen wir Privatanleger, US-Privatanleger, die vor allem mit Optionen dagegen halten. Das sehen wir sehr gut bei der Nvidia-Aktie. Wir wollen uns das derzeitige Setup mal anschauen. Wir wissen ja, dass die Privatanleger durchaus auch solche Kämpfe mal gewinnen können. Beispiel Meme-Aktien, wie sie alle heißen, GameStop, AMC, da wurden vor allem Hedgefonds, die in diesen meist marktengen Werten short waren, gesqueezed, wurden rausgepresst. Das wird jetzt schwieriger, denn jetzt geht es um große Werte wie Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von um und bei 2 Billionen. Da kannst du mit ein paar Reddit-Wall-Street-Bets-Anhängern, mit einer Schar sozusagen von Leuten, die über Optionen dagegen halten, nicht ganz so einfach gewinnen. Aber schauen wir uns das derzeitige Ambiente mal an. Hier sehen wir das Hedgefonds, und das sagt Goldman Sachs aufgrund ihres Prime Books. Also diese Hedgefonds, die dann über Goldman Sachs handeln, die sind stark long gegangen vor den Nvidia-Zahlen. Nvidia-Zahlen waren ja 21.02. Das muss gewesen sein, letzter Mittwoch, genau. Und seitdem aber verkaufen sie. Das sehen wir hier rechts mit diesem Balken bei InfoTech. Das heißt, man nimmt hier die Gewinne mit, während die Privatanleger weiterkaufen über Optionen. Dazu gleich mehr. Hier sehen wir mal, was gestern passiert ist. Google ist ziemlich abgestürzt mit über 4% im Minus, nachdem ihre KI sich weigert, in irgendeiner Form weiße Menschen darzustellen oder hellhäutige Menschen. Da sind dann Wehrmachtsangehörige, die dann schwarz sind oder chinesisch aussehen. Da sieht man mal, wie zuverlässig KI durchaus auch sein kann. Ja, kennen Sie einen Wehrmachtssoldaten, der nicht irgendwie aussah wie ein Chinesen? Ich nicht, muss ich sagen. Also top, super KI. Bilderkennung von Google. Wir sehen sonst Microsoft leicht im Minus, Apple im Minus. Also Tech war im Grunde im Minus, bis auf Nvidia, die leicht noch im Plus geschlossen haben. Die anderen großen Tech-Werte jetzt nicht allzu deutlich im Minus. Insgesamt sehen wir, dass Energie, Consumer Discretionary, Technology waren positiv, leicht positiv. Von den 11 Sektoren im S&P 500 allerdings nur 3 positiv, 8 negativ. Wir sehen, der S&P 500 knappe 0,4% gefallen. Das war der schwächste Montag seit Anfang Dezember, der zweitschwächste Montag seit letztem Juni, erstaunlicherweise. Also Montag normal ja ein bullischer Tag. Und da haben die Investoren das verdient, wenn sie aus dem Wochenende kommen, dass sie dann am Montag mit steigenden Kursen rechnen können. Ansonsten nicht allzu viel Bewegung. Sieht jetzt nicht spektakulär aus, aber hier schauen wir mal Nvidia. Hier sehen wir dieses Mega-Monster-Gap nach den Zahlen. Dann ging es vorgestern auch zunächst mal nach oben, aber dann perlen diese Gewinne wieder ab. Und ähnliches Muster gestern, die Aktie sehr stark eröffnet, dann perlen die Gewinne wieder ab. Warum eröffnet die Aktie sehr stark? Weil Optionen hier gehandelt werden, Call-Optionen. Das zwingt dann die Dealer, die also diese Optionen verkaufen, das Underlying zu kaufen, um sich abzusichern, und dann sehen wir, dass aber hier Gewinne wieder mitgenommen werden, respektive dass dann weitgehend wieder pulverisiert wird. All das vor dem Hintergrund, dass The Information, ein Insider-Tech-Magazin, hier sagt, also viele Firmen beginnen schon ihre Lagerbestände abzubauen an Nvidia-Chips, weil sie eben jetzt zuversichtlich sein können, dass Nvidia schnell liefern kann, während vorher die Lieferzeiten ja fast ein Jahr lang betragen hatten. Also wir sehen, da kommt was auf uns zu, was allerdings bisher durch diese KI-Euphorie noch überdeckt wird. Ebenso wie die Zinsfrage, dazu gleich mehr. Aber schauen wir uns mal das saisonale Muster an. Während eines Sitting President Running, also eines Präsidenten, der noch im Amt ist und wieder antreten will, gemeint ist natürlich in diesem Fall Joe Biden. Wir sehen, wie wir hier nach oben gegangen sind, und normalerweise hast du dann so ab Mitte, 2. Februarhälfte, hast du schwächere Märkte bis um und bei Mitte März, sieht man das durchschnittlich etwa
Beim Nasdaq mit minus 1,6%, beim Russell 2000 sogar minus 3%. Der S&P und der Dow Jones sind hier durchschnittlich gesehen leichte positiv in dieser Zone. Und jetzt kommen wir mal zur Zinsfrage, meine Damen und Herren. Wir sehen jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass am 20.03., also in, naja, gut 3 Wochen, die Zinsen unverändert bleiben, liegt jetzt bei 99%. Das ist ein kleiner Unterschied zu dem, was wir noch kürzlich hatten. Da war praktisch zu 100% eingepreist, dass im März bereits die Zinsen sinken werden. Im Januar ging man noch von 7 Zinssenkungen aus. Jetzt sind es, wenn Sie hier mal hingucken, 3, beginnend mit dem 12.06. Da die Geschichte jedoch knapp, könnte also sein, dass auch da die Zinsen nicht sinken. Dann geht man davon aus, dass im Juli die Zinsen so bleiben, wie sie dann sind, wenn sie einmal im Juni gesenkt wurden, und dann noch 2 weitere Zinssenkungen in diesem Jahr. Also wir sind jetzt nur noch bei 3 Zinssenkungen, aber fast schon knapp, könnten auch nur 2 sein. Das alles nach FED-Mitglieder aussagen, die eben klar gemacht haben, also so schnell werden wir da Zinsen nicht senken. Wie können sie auch angesichts dieser Euphorie an den Märkten? Hier sehen wir nochmal, wie das nach unten ging. Wir haben hier die Euphorie gehabt, vor allem so Ende Januar, Anfang Februar. Seitdem geht es immer weiter nach unten, was die Zinserwartungen betrifft oder die Zinssenkungserwartungen. Und das ist schlichtweg nicht bepreist bei den Aktienmärkten, bei den Anleihenmärkten schon etwas mehr. Wenn du also von 7 Zinssenkungen ausgehst und dann vielleicht gar keine bekommst oder maximal 2 oder 3, dann ist das ein gewisses Mismatch, was normalerweise dann auch sich in den Märkten niederschlagen muss. Tut es aber nicht, weil Nvidia und KI-Euphorie. Am Donnerstag bekommen wir dann die PCE-Daten aus dem Januar. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was in dieser Woche veröffentlicht wird. Hier dürfte eben auch die Inflation wie schon die CPI-Daten und die Erzeugerpreise etwas höher ausfallen. Und dann haben wir noch jede Menge Fed-Speaker, vor allem morgen auch in dieser Woche, die wahrscheinlich Ähnliches nochmal sagen werden, nämlich die Zinsen werden nicht so sinken. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir gestern Anleiheauktionen gesehen haben, einer 2-jährigen und einer 5-jährigen US-Staatsanleihe. Schauen Sie mal das Volumen der 5-jährigen Staatsanleihe, 64 Milliarden Dollar. Noch nie wurde eine Anleihe mit dieser Laufzeit in diesem hohen Volumen emittiert. Das zeigte, wo das Problem ist. Wir haben wahnsinnig viel Angebot an Schulden, die über diese Staatsanleihenpapiere auf den Markt gebracht werden. Und die Auktion war sehr mäßig, sowohl die 2-jährige als auch die 5-jährige gestern, sodass wir einen Anstieg der Renditen wieder in Richtung 4,30% gesehen haben. Und das, genau. Und jetzt eben die Frage, das Ganze könnte noch schlimmer werden, nämlich wenn diese Reverse Repo Volumina auf Null fallen, und das dürften sie spätestens Mai, Juni. Und das ist im Grunde Liquidität, die die Fed bereitstellt, damit dann Investoren Staatsanleihen, US-Staatsanleihen kaufen können. Wenn das jetzt wegfällt, weil das Polster hier praktisch aufgefressen ist, dann könnte das bedeuten, dass die Renditen weiter steigen, dass die Kreditmärkte ein paar Probleme bekommen, und dann eben gleichzeitig ja auch, oder kurz davor, 11. März, wird auch dieses Bank Term Funding Program für Banken auslaufen, also dieses Notprogramm. Das könnte eine interessante Zeit werden. Mal sehen, was da passieren wird. Aber eins ist klar, wie diese Analystin hier sagt, Sophie Lund-Yates, die sagt, also hier dieser Hype um Nvidia, der legt sich hier völlig über diese ganzen Makro-Geschichten, Makro-Economic-Data, also sozusagen die Zinsfrage, Inflationsdaten, all das wird übertüncht jetzt durch diese Euphorie um Nvidia. Die Frage ist, wie lange kann das sein und oder kann das so bleiben? Und eine wichtige Geschichte ist ja auch, wie schaut es jetzt aus mit der Wirtschaft in den USA? Als Faustregel gilt, wenn die Fed schnell senkt, dann ist sie in Panik, weil sie offenkundig Grund hat, in Panik zu sein, weil die Wirtschaft abschmiert. Schlecht für die Märkte. Wenn die Fed ganz entspannt senken kann, weil die Wirtschaft stabil bleibt oder robust bleibt, die Inflation so ein bisschen zurückgeht, sodass man so ganz langsam die Zinsen senken kann, ist das tendenziell vielleicht positiv für die Aktienmärkte. Es sei denn, man hat eben schon sehr schnelle Senkungen eingepreist und ist davon ausgegangen, dass wir trotzdem ein Soft Landing haben. Soft Landing wird jetzt immer mehr auch von Firmen erwähnt, die
von Bottoming und Greenshots sprechen, vor allem im Gewerbebereich. Und wir sehen ja, dass die Gewerbedaten langsam besser werden. In den USA, in Deutschland und Europa schien das auch so, aber dann zuletzt der Einkaufsmanager-Index in Deutschland wieder gezeigt, nee, scheint eine kurze Blüte gewesen zu sein. Also da wird man drauf achten, wird der Gütersektor sich erholen, der Gewerbesektor sich erholen, aus dem dann vielleicht auch wieder inflationäre Tendenzen kommen können, die im Dienstleistungssektor ja massiv sind, während ja Güter eher in der Deflation waren. Das ist jetzt aber auch vorbei. Insgesamt sehen wir nur 4% von den großen Fondsmanagern, die von der Bank of America befragt werden, erwarteten eine Rezession. 70% sind optimistisch für die Wirtschaft, aber schauen wir uns mal die Ausblicke der Unternehmen an. Nur 21% haben einen höheren Profit Forecast gegeben, also Profitausblick gegeben. Das ist der niedrigste Wert seit einem Jahr, seit zwei Jahren genauer gesagt, seit Februar 2022. Und insgesamt zeigt sich, die Gewinne der Unternehmen sind okay, aber die Umsätze sind nicht so wahnsinnig. Das heißt, die haben schon auf die Kostenbremse gedrückt. Das hat sich dann positiv bei den Gewinnen ausgewirkt, aber die Umsätze sind nicht so wirklich gestiegen. Das heißt, das ist ein Effekt, den kannst du nicht endlos fortsetzen, dass du auf die Kostenbremse drückst. Du kannst nur dann mehr Gewinne machen, wenn deine Umsätze auch wirklich steigen. Und hier sehen wir mal auch das, was ein Artikel hier bei Bloomberg sagte. Die Konsumenten leiden sehr stark unter den Interest Payments, also unter den Zinsen. Das würden viele komplett außer Acht lassen, so ein neues Studienpapier. Und das würde früher oder später bei dem Konsumenten dazu führen, dass er nicht mehr so konsumieren kann. Wir hatten ja zuletzt schon schwache US-Einzelhandelsumsätze. Mal sehen, ob sich dieser Trend fortsetzt. Aber ohne den US-Konsumenten wird die Wirtschaft nicht stabil bleiben können. Das heißt, wenn der schwächelt, dann sind wir in einer Rezession früher oder später. Das wird einer der entscheidenden Fragen sein. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten springen, dann sehen wir, dass die Mehrzahl der Aktien ja diese Rallye nicht mitmacht. S&P 500 praktisch Allzeithoch. Anzahl der Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, unter 65%. Da waren wir schon wesentlich höher sozusagen. Und die Kurse steigen weiter, also die Indizes steigen weiter, aber gleichzeitig fallen eben die Anzahl der Aktien, die praktisch Kaufsignale geben. Wenn man jetzt ein Überschreiten der 50-Tages-Linie oder ein Darübersein als Kaufsignal werten will. Insgesamt sehen wir diese immense Konzentration in Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon, über 90% der Marktkapitalisierungsgewinne in diesem Jahr beim Nasdaq 100. 1,5 Billionen, während der Rest nur 75 Milliarden dazu beigetragen hat. Gleichzeitig sehen wir, dass es kaum mehr Bären gibt, sichtbar am Put Call Skew. Also mit der Skew bezeichnet den Preis für Optionen, die sehr weit aus dem Geld sind, auf der Ober- oder auf der Unterseite. Wenn ich also sage, ich möchte mein Portfolio, mein Long-Portfolio absichern gegen irgendwie einen Crash, dann kaufe ich mir einen Put, der ganz, ganz weit, oder hole ich mir einen Put, der ganz weit aus dem Geld ist, der also wirklich sehr weit entfernt ist, damit er überhaupt ins Geld kommt, um da eine gewisse Absicherung zu haben. Das Bedürfnis scheint es nicht zu geben, das heißt, die Leute rechnen nicht damit. In der Regel ist das aber jetzt eher so, dass dann Dinge passieren, wenn niemand damit rechnet. Und wenn alle mit etwas rechnen, passiert es nicht. Das zumindest zeigt die Börsengeschichte relativ eindeutig. Und die Bitcoinistas sind wieder oben auf. Bitcoin springt über $57.000, zumindest kurzfristig, jetzt wo so um und bei 56.000, weil massiv Geld reinfließt in diese ETFs. Da wird jetzt also nochmal richtig Geld eingesammelt, meine Damen und Herren, bevor man die ganze Geschichte dann runterlassen kann. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wenn wir nach Asien blicken, dann sehen wir chinesische staatlich unterstützte Fonds haben $57 Milliarden in die Aktienmärkte investiert, um die Märkte zu stützen. Wir haben, wenn wir nach Japan gehen, heute Verbraucherpreise gesehen, ein bisschen höher als erwartet. Das zeigt, dass da auch Inflation ein gewisses Thema ist. Wir sehen jetzt die zweijährige japanische Staatsanleiherendite auf dem höchsten Stand seit 2011. BlackRock sagt ja, hier kann der Nikkei wahrscheinlich noch weiter steigen, nachdem es ja sehr stark nach oben gegangen ist in letzter Zeit. Kommen wir nach Deutschland. Wir haben ja gestern hier diese CO2-Abscheidungsmeldung von Habeck bekommen. Und er hat das ja abgelehnt, also dass man praktisch dieses CO2 ja unterirdisch
versiegelt in gewisser Weise. Jetzt hat er zurückgerudert und freut sich jetzt, weil nur so die Klimaziele erreichbar seien. Deutschland war führend in der Forschung vor diesen CCS-Projekten. Dann wurde das im Prinzip verboten. Dann kamen Lobbygruppen wie Greenpeace oder Bund, die praktisch hier CO2-Endlager und so weiter und so fort, also die so ein bisschen Ängste geschürt haben. Wie sicher diese Technologie ist, schwer zu sagen. Auf jeden Fall zeigt sich, dass es irgendwie nicht funktioniert mit der Habeck'schen Wunschvorstellung. Man wird dann eisenhart von der Realität umzingelt. Jetzt also die Kehrtwende, immerhin jemand, der also versucht sozusagen hier die Dinge dann doch in der Realität anzunehmen. Wir sehen zum Beispiel Elektromobilität, das mehr oder weniger massive Scheitern. Hier sehen wir mal die Autobauer, die Elektroautobauer unter ihrem Hoch, Li Auto, BYD, Tesla, XPeng, dann sowas wie Fisker, Nikola, was wurde da auch schon an Hype drum gemacht? Jetzt sind die praktisch alle platt und rechts, also zumindest die kleineren Tesla sind natürlich noch nicht platt. Hier rechts sehen wir mal den Preis von Lithium, wie der nach diesem Hype wieder abgestürzt ist. Lithium braucht man ja für die Batterien, also da sehen wir, da scheitert gerade eine Ideologie an der Realität, und Realität könnte auch bald einkehren am Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass die Firmen in Deutschland jetzt deutlich zurückhaltender sind bei Einstellungen. Sie zögern noch bei Entlassungen. Es gibt viele Entlassungen derzeit schon, die man auch in den Medien ja liest, bei größeren Firmen, BASF etc. Aber sie beginnen jetzt zu zögern auch bei Neueinstellungen, sodass das Beschäftigungsbarometer hier nach unten gegangen ist, solange der Arbeitsmarkt einigermaßen gut dasteht. Und das tut er aufgrund der Demografie, des Arbeitskräftemangels, des Latenten, ist eben die Stimmung noch nicht so, dass die Leute sagen, Wirtschaft ist jetzt das Zentrale, wir müssen mal so ein paar Kämpfe der Vergangenheit um Ideologie vielleicht jetzt den Pragmatismus hinten anstellen. Bislang passiert das nicht, da kümmert man sich um alles, nur nicht um die Wirtschaft. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zu Artikeln. Aktienmärkte, Goldman Sachs sieht Spielraum für eine breitere Rallye, denn so breit war das bisher nicht. Wir sehen jetzt in letzter Zeit so ein bisschen das Aufholen von US-Nebenwerten. Wird das weitergehen? Das ist zumindest die Einschätzung von Goldman Sachs. Die sagen, da wird es eine Rotation geben, die wir teilweise ja schon sehen. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, das, was ich hier schon benannt hatte, dass Hedgefonds all in gegangen sind vor den Nvidia-Zahlen. Jetzt laden sie ihre Positionen deutlich ab. Und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, die Anmeldung für den Finanztag heute mit Jens Janowski und vor allem dem Marc Friedrich. Wir sprechen über Trump, wir sprechen über KI-Euphorie, wir sprechen über Zinsen, wir sprechen über die Lage in Deutschland. Also das wird, glaube ich, etwas sein, wo man Spaß haben wird. Wenn Sie sich da nicht anmelden können oder keine Zeit haben, wir werden auf Finanzmarktwelt die Aufzeichnung dann nochmal zur Verfügung stellen. However, würde mich freuen, wenn Sie sich da anmelden. Also diese drei Empfehlungen. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.